Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja ein weiteres Liedfragment gefunden. Und jetzt haben wir die leider nicht ganz so glorreiche Aufgabe, die Stadt wieder auf 100% zu bringen. Das heißt, das wird wohl mehrere Tage dauern, aber wir fangen erstmal an. So, was ich nicht verstehe, warum ich nicht zwischen dem Ebenendistrikt und Wiesenquartiere tauschen kann. Also egal, was ich drücke, rechts, links oder wie auch immer, der ändert leider nicht, ja, was ich hier sehe. Also ich sehe dann immer nur das Letzte. Kann natürlich daran liegen, dass sie denken, okay, dann ist 1 auf 100%, das ist ausgebaut sozusagen, wir zeigen nur noch das Neue an. Deswegen haben wir jetzt leider noch keine Stadtzufriedenheit, aber egal. Wir fangen erstmal mit Alambic an. Ich sage, es ist das perfekte Wetter, um die Welt zu retten, findest du nicht? Ja, mit Alchemie jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber wir können es gerne versuchen. So, den haben wir noch nicht. Oh, okay, und haben direkt alles aufgedeckt, auch nicht schlecht. Das haben wir auch noch nicht. Perfekt. Da sind noch zwei Fragezeichen. Das ist nicht so perfekt. Ich will den jetzt nicht ganz Gemütlichkeit, Stille. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt so brauchen. Das haben wir ja komplett gehabt. Das sind nur die Materialien. Oh doch, das können wir noch auseinandernehmen. Okay, perfekt. Das waren die neuen, aber da war jetzt nichts, was wir jetzt so... Gut. Stinkekraut, denke ich mal, wird keiner haben wollen. Dementsprechend genauso wie den Abfall halt. Das zerlege ich mal. Nach Klotzen, Felsen und so weiter hat mich jetzt normalerweise auch noch keiner gefragt. Deswegen machen wir die auch mal weg. So, bei den Samen bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, aber wir müssen nur einmal, soweit ich weiß, eine Beere mit Fülle holen. Das wäre jetzt ein Kernkorntropfen. Die lasse ich aber trotzdem mal so ein bisschen, ja. Ich mache die mal auf 5 runter hier, aber mehr auch nicht. So, dann würde ich gerne, wie ging das jetzt nochmal, extrahieren. Ah, hier, genau, Samen erschaffen. Dann würde ich gerne eine neue Welt erschaffen, trocken und verträumt. Haben wir nicht, aber ich glaube, da haben wir eine Welt schon gemacht. Matschig haben wir auf jeden Fall schon mal. Klebrig wäre perfekt. Mache ich auch ein bisschen rein. Wässrig, ja, knalle ich mal einfach alles rein, würde ich sagen. Lecker haben wir, soweit ich weiß, noch gar nicht gehabt. Machen wir auch mal. Funkelnd, damit können wir eigentlich gut... Mysteriös hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ausgetrocknet, bin ich mir relativ sicher, hatten wir schon. Stachelig, bitter und niedlich, meine ich, hatten wir auch noch nicht. Mysteriös haue ich auch mal so ein paar Sachen rein. Und den Rest fülle ich mal, soweit es geht, mit funkelnd auf. Zack. Oh Gott, was kommt da jetzt nur raus? Ein Same mit der Macht. Achso, ja, das ist klar. Sieh nur, wie er funkelt. Ja, genau. Darum geht's ja. Moment, ich muss die andere Taste drücken, ne? Genau. Ich hatte 2, glaube ich, noch frei. Dann werde ich jetzt... Hatte ich jetzt lecker da reingemacht? Shit, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, ja. Stachelig habe ich auf jeden Fall nicht reingemacht. Da werden wir ein paar Sachen reinmachen. Eisig bin ich mir auch sicher, dass ich das nicht reingemacht habe. Trotzdem soll das Ganze ein wenig niedlich aussehen, vielleicht auch ein wenig mehr. Ich meine, bitter habe ich auch nicht drin gehabt. Machen wir das auch mal mit rein. Füllen wir das jetzt mit ausgetrocknet, warm oder friedlich? Ich würde sagen, wir füllen das, soweit es geht, mit warm auf. Genau. Wie der Samen sieht komisch aus. Hallo?
Dieser Samen hat genau die richtige Temperatur. Das ist schön, aber wieso habe ich jetzt einen merkwürdigen Samen? Wieso sieht der komisch aus? Ein ungewöhnlich aussehender Weltensamen. Du vermutest, dass aus ihm eine andere Art Welt wachsen wird. Bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das jetzt positiv sehen soll oder nicht. Habe ich das? Das habe ich mal geöffnet, oder? Okay, das war jetzt wieder was anderes. Ich dachte gerade schon. So, erschaffe 5 Weltensamen. Sehr schön. Auftaktdistanz. Ah! Da kann ich aus größerer Entfernung Sachen sammeln. Das ist doch sehr schön. Ja, dann gehen wir mal nach draußen. Ne, das ist ja eigentlich Blödsinn. Ich kann ihn doch direkt rufen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Übrigens, kann man das hier eigentlich... Doch, man kann das angucken. Da ist noch eine ganze... Wir haben jetzt schon sehr lange gespielt eigentlich im Vergleich. Haben jetzt in Anführungszeichen nur das hier geöffnet. Da ist noch eine ganze Menge, was wir machen können. Das ist schon... Ich befürchte, das Spiel geht doch etwas länger, als ich gedacht habe. Oh, hier oben. Können wir da eigentlich noch hoch? Können wir, aber wir haben da noch nichts. Okay, gut. Dann würde ich sagen, pflanzen wir hier erstmal einen Samen. Zack. Da nehmen wir jetzt erstmal den einen, den er so toll gefunden hat. Eine merkwürdige Welt. Ja, super. Den hat er toll gefunden und die ist merkwürdig. Okay. Insgesamt 50 Besucher. Yay! Das können wir auch direkt nochmal kurz annehmen. Sonst vergesse ich das nämlich. Aber nicht hier. Da. Ausgetrocknet. Ach ja, da könnte ich die auch herhaben. Die, von denen ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich die jetzt schon hatte oder nicht. Da schauen wir doch mal eben kurz hier rein. Die sieht wirklich merkwürdig aus. Mal schauen. Das hier sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ach, das hat da mit dem Eis zu tun, oder was? Kann man... Ja, kann man aber nichts machen. Okay. Schauen wir mal. Ich meine, gut, wenn wir jetzt natürlich hier was kloppen oder so, können wir nicht allzu viel damit anfangen. Weil man natürlich nicht sieht, was passiert jetzt damit. Ranke glänzend. Oh, die ist aber doch sehr windig hier. Okay. Wir kriegen jetzt, denke ich mal, auch noch nichts, dass wir den Boden so ein bisschen freischalten können, oder? Ah, doch, so ein bisschen. Okay, der sieht so ein bisschen trocken aus. Hm. Na, mach das doch. Also, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil nachdem ich ja so viel Niedlichkeit oder was es war da reingesetzt habe, bin ich davon ausgegangen, dass das jetzt ein ganz toll aussehender... Oder war das jetzt der andere, wo ich das reingesetzt habe? Das kann natürlich auch sein. Was ist das denn bitte? Oh mein Gott. Okay. Ja, ich will mich jetzt hier auch nicht lange aufhalten. Ich mache das gleich dann alles nochmal offline. Aber das verspricht schon ein wenig seltsam zu werden. Ich werde mit euch dann demnächst nochmal hier auf die Welt gehen. Ich möchte das Ganze nur nicht zu lange machen. So, dann pflanzen wir jetzt hier auch nochmal einen Samen ein. Und zwar den merkwürdig aussehenden Samen. Wow. Eiskalte Insel. Oh je, das sieht ja... Das ist ja mal geil. Ja, eine völlig neue Welt. Haben wir... Also, beziehungsweise hat der Alambic, hat es, glaube ich, gesagt, recht mit gehabt.
Nein oder so? Nee, ne? Ach du Schande. Aber man kann nicht wirklich was machen, außer jetzt hier die Dinger öffnen, oder? Ich meine, das wäre natürlich hammergeil, wenn wir jetzt so eine Welt hätten, wo wir jeden Tag hin könnten und jeden Tag hier die Kisten öffnen könnten. Das wäre wirklich hammergeil. Hinten die habe ich, glaube ich, noch nicht geöffnet. Milbe Winter, okay. Ah ne, das waren doch die, die wir gerade geöffnet hatten. Also das ist wirklich mal eine komplett andere Welt. Ich verstehe, warum die merkwürdig ist. Sengend. Okay. Das auch. Aber wir können hier nicht rein, nehme ich mal an. Das sind aber wirklich viele Kisten. Das ist ja heftig. So. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle Kisten hier geöffnet. Eine schöne Larve. Ja, warum sollte es auch keine schönen Larven geben, ne? Ich meine, die müssen ja nicht alle unbedingt hässlich sein. Eine Entzückende ist noch dabei. Okay, Ausflugpaket. Touristen bleiben länger im Gasthaus. Ah, das hört sich gut an. So, dich nehmen wir noch eben mit. Ah, das ist auch wieder so einer. Okay. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt hier alles... ich gehe mal eben hier. Hier sind wir ein bisschen höher. Das ist schon eine komische Welt. Also es ist wirklich eine sehr seltsame, zwar irgendwie schon mysteriöse Welt. Wobei mysteriös habe ich, glaube ich, in dem anderen Samenring gehabt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Eieiei. Und eins haben wir noch übrig. Da warte ich vielleicht, bis wir noch ein paar andere Sachen bekommen. So, Ebenendistrikt. Ach so, die hatten ja auch ein Naturschutzgebiet. Da habe ich aber schon... Oh, Moment. Jetzt ist hier eine Schatz... Oh, oh. Da gehen wir dann doch nochmal eben nachgucken. Schatztruhe. Ah! Ja, geil. Dann macht der doch was für mich. Also beim letzten Mal, wo ich nachgeschaut habe, hat er nämlich nichts für mich gemacht. Achso, habe ich ja schon. Hat er nämlich nichts für mich gehabt. Allerdings habe ich auf dem... Oh, 100, sehr schön. Habe ich auf dem Baum nachgeguckt. Vielleicht, kann ja auch sein, macht er auf dem Baum trotzdem was. Das wäre natürlich ideal. Ja, das ist schön. Vielleicht ist das aber auch nur random, dass das nicht direkt jeden Tag passiert, sondern oder nur alle 2 Tage oder so. Weil den hatte ich ja schon auf jeden Fall einen Tag früher reingesetzt. Ich gucke nochmal eben nach hier oben. Genau, hier ist nämlich noch dieses Immerling-Symbol. Das heißt dann wohl so viel wie, mein Immerling ist noch am Arbeiten. Aber das ist gut zu wissen. Das ist wirklich, das ist klasse. So, die Immerlinge haben deinen letzten Bauauftrag abgeschlossen. Womit sollen sie sich als nächstes beschäftigen? Das kann ich dir sagen, wenn ich weiß... Oh, 900. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was war das? Achso, das war Dekorationen, genau. Oh, da haben wir... Da haben wir... Nee, Picknickplatz. Den Tempel, ja stimmt. Da müsste ich mal schauen, ob ich denn irgendwo hier diese Essenzen eigentlich noch farmen kann. Ja gut, ich habe jetzt natürlich viele auch wieder... das liegt dann anscheinend nur an der hier. Ich habe viele jetzt wieder investiert. Das hier rechts, glaube ich, war zum Beispiel dieses Mysteriöse. Das kann sein, dass ich das auf 5 runtergesetzt habe. Aber das ist sehr, sehr, sehr geil. Ein Gasthaus haben wir schon mal. Bäckerei, Café, Blumenladen. Die könnte ich jetzt theoretisch noch machen. Stadtgarten war, glaube ich, auch einer für da. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber gut, solange wir das bauen können, würde ich einfach mal sagen, machen wir das auch. Ach, das war das mit dieser blöden Form. Hier unten können wir noch freiräumen. Können wir das... Ja, machen wir das doch einfach mal ganz weit weg von jeglicher Zivilisation. Aber Hauptsache, wir haben es irgendwo gebaut. Es ist zwar ein bisschen blöd, wenn das jetzt hier so im Weg steht, aber... So. Okay, machen wir es dahin. Beziehungsweise es kommt jetzt auf jeden Fall dahin. Dann, ach, die sind ja ziemlich teuer, die Häuser. Würde ich sagen,
Warum ist das jetzt hier so? Ich weiß nicht, ob man da noch einen Weg dazwischen machen kann. Zack, setzen wir hier eins hin. Und die könnten wir ja so ein bisschen so. Und wir müssen ja die Stadtzufriedenheit noch verbessern. Dementsprechend, ach so, Dekorationen gehören eigentlich auch dazu, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel die machen. Eine Bank ist eigentlich immer gut, eine Statue. Die kostet 20. Ja, das Blöde ist, wir können die nicht hier reinstellen. Aber wir hätten hier unten noch was Platz. Das weiß ich nicht. Doch, die muss so rum hin. Aber da unten ist der Weg. Da müssen wir dann so ein bisschen anders machen. Eine Statue vielleicht auch dahin, wo wir nicht so den Platz brauchen. Ich weiß nicht, ob die jetzt richtig rum ist. Vermutlich nicht. Aber wir stellen sie einfach mal da rein. Ist ja im Prinzip egal. wieso kann ich den Brunnen da nicht? Weil das zu weit rechts ist wahrscheinlich. Das ist so 30. Gut, das machen wir jetzt auch mal. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie dann die Dekorationen hochgehen. Okay. Nein, nein, nein. Ah, ich will das nicht verschieben. Verwalten. Häuser. So, ach so, das können wir auch mal direkt machen. Nee, wir fangen am besten erstmal da an. Also hier Gasthaus, genau. Eine Marke. Da war doch irgendwas. Touristen bleiben länger im Gasthaus, genau. Machen wir die doch einfach mal da rein. Ach so, das steht dann unten extra als Boni. Nochmal drin, okay. Gut. Wenn ausgerüstet, erzeugt das Gebäude mehr Miora, je nach Kreativität der Angestellten. Aha. Das ist natürlich geil. Das würde ich aber fast sagen, dass wir das bei unserem ersten, bei unserer ersten Siedlung machen. Wenn ausgerüstet, erzeugt das Gebäude mehr. Achso, das. Achso, nee. Mehr Kreativität. Nee. Mehr Miora, je nach Kreativität. Und da, je nach Produktion. Ah. Okay. Aber wir setzen da erst nochmal einen Angestelltenplatz rein. Oh, ich hab's heute irgendwie mit meinem Hals. Ich weiß auch nicht. So, das ist aber wahrscheinlich, genau, das sind die gleichen. Wir machen das Gebäude hoffentlich etwas schöner. Wir machen das wieder mit Regenbogenfarben. Alle unseren Gasthäuser sind natürlich Multikulti und haben entsprechend die Regenbogenfarbe drin. So, einmal die rosa Tapete noch rein und das sieht alles irgendwie hässlich so in Kombination aus. Machen wir es doch einfach, oder? Nee, machen wir es stufenweise. Komm, was soll's. Ist ja im Endeffekt auch egal. So, dann Gasthaus, Stadtgarten. Ja, da können wir das eigentlich schon machen? Nee, können wir noch nicht machen, ne, wenn das noch nicht gedingst ist. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem kleinen Haus an. Da machen wir. Ach, da ist der Briefkasten. Machen wir einen Briefkasten davor. Ah ja, eine Haustierhütte. Ah nee, haben wir gar nicht. Okay. Ich bin wieder so schön am Sagen. Um einen Bewohnerplatz freizuschalten. Ja, weil wir haben ja leider nicht so viel Platz im Moment. Das machen wir. Dann. Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Nehmen wir das. Die Sockelfarbe. Vielleicht damit, auch wenn die ein bisschen dunkel ist. Und machen wir das so ein bisschen bläulich. Keine Ahnung wo. Irgendwie an den Fenstern haben wir jetzt ein bisschen bläulich. Blumenkasten könnten wir jetzt noch einen reinmachen. Bezaubernde Blumentöpfe. Hübscher Blumenkasten. Wir machen mal die Bezaubernden rein. So. Oh, traute Zweisamkeit. Ach so, das sind die anderen. Nee, 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 das wollen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir. Wieso? Ach so, weil das noch gebaut wird. Okay, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich da jetzt mehr drin? Ja, dann nehmen wir hier auch noch eine Marke für einen Bewohner mehr. Oh, wir haben nur noch 15 übrig. Oh. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, hier irgendwas reinzustellen. Okay, dann
Lassen wir das am besten. So, ich bin jetzt hier im Neuen drin, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Tachchen, wohnst du hier? Bin gerade erst angekommen. Nein, ich wohne nicht hier. Ich würde dich aber gerne hier einziehen lassen, falls wir irgendwann mal ein Badehaus brauchen. Bauen können, wie auch immer. Du darfst gerne da einziehen. So, was ist mit dir? Für wen ich mich behalte? Moment. Einziehen? Kann ich... Ja, genau, da kann ich mir das angucken. Die sind kreativ, haben aber einen hohen Service auf jeden Fall. Okay. Wie heißt der jetzt? Agatha. Agatha. Die kommt in das Haus. Geht die? Ach, ich drücke schon wieder die falsche Taste. Was mache ich denn hier? So, Moment. Agatha. Ja, du bist arbeitslos. Genau. Deswegen wollen wir dich eigentlich ins Gasthaus reinmachen. Zuweisen. Agatha. Zack, bitteschön. Muss ja auch jemand da arbeiten, damit unsere Leute hier wenigstens gut betreut werden, ne? So, Hallihallo, Hallöle. Emily. Du möchtest auch im Gasthaus arbeiten. Das ist doch schön. Ich werde dich direkt mal zu Agatha ins Häuschen setzen. Dann könnt ihr direkt morgens immer zusammen zur Arbeit laufen. So, Gasthaus. Zack. Wo ist sie? Emily. Zack. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt eigentlich gut arbeitet oder nicht. Ja, Hauptsache, wir haben jemand da, ne? Okay. Dann haben wir hier noch andere Leute. Gute Arbeit. Habe ich mit dir schon mal gesprochen? Hi. Ich glaube, mit dir habe ich noch nicht. Gemischtwarenladen. Tja. Das ist jetzt keine Bäckerei, oder? Ich weiß nicht, wozu das dann gehört. Das ist das Problem. Oh, die hat Ernährung und Kreativität voll. Oh. Okay. Okay. Moment. Wir reden nochmal mit dir. Ja, ja, ja. Ach so. Nein. Ich kann dich ja gar nicht einziehen lassen. Ah. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, einen Stadtgarten anzulegen. Wieso jetzt Stadtgarten? Ich denke, du willst einen Gemischtwarenladen haben. Ich habe gehört, dass es hier einen gibt. Ja. Ach, die will unsere Ideen klauen. Traumjob bereit zum Einfordern. Habe ich meinen Traumjob erhalten? Nö. Bereit zum Einfordern, aber ich kann es nicht einfordern. Hä? Okay. Dann nicht. Hi. Mit dir habe ich auch noch nicht... Wie, nimm das? So, du möchtest auch in einem Badehaus wohnen, wollte ich gerade sagen. Ja, dann würde ich was sagen. Es wäre natürlich gut, wenn wir ein Badehaus hier kriegen könnten. Ich könnte dich, wenn du gerne hier einziehen wollen würdest. Moment. Ach so, das ist der. Ach, mein Gott. Den habe ich jetzt gar nicht wieder erkannt. Oh, manchmal bin ich aber auch selten dämlich. Ja, sagen wir mal lieber nichts zu. Eieieiei. Und ich habe natürlich jetzt wieder überhaupt gar keine Mühe, um irgendwas machen zu können. Das heißt, der Tag ist für mich eigentlich gelaufen. Das ist doch doof. Dabei haben wir erstmal den halben Tag jetzt rum. Können wir hier noch irgendwas Neues machen? Das sieht nicht danach aus, ne? Also diese Höhlen habe ich so das Gefühl, da kann man wirklich immer nur einmal reingehen. Und da kommt dann gar nichts Neues mehr. Bin mir jetzt nicht sicher. Hier waren, glaube ich, ein paar Tiere drin mal. Aber die scheinen auch schon wieder weg zu sein. Nee. Nee, okay. Also ein paar Tiere sind anscheinend doch noch drin. Aber, ja. Also wenn ich bis hier vorne schon nichts bekommen habe, gehe ich mal stark davon aus, dass da tatsächlich nichts Neues kommt. Ich meine, dass die Truhen sich jetzt nicht wieder schließen, das kann ich noch nachvollziehen. Ich hoffe, ich laufe jetzt gerade zum Ausgang. Aber ich glaube, das war hier vorne. Was war denn hier? Ah, ne, da bin ich wieder zurückgekommen. Da bin ich unter... Ja, okay. Na gut. Ich habe gedacht, man kann ja noch mal gucken. Hinten in der Ecke können wir auch nicht mehr allzu viel machen. Tja, wie gesagt, bauen können wir gerade auch nichts mehr.
Ja, das ist jetzt schade, aber ich würde dann trotzdem mal sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden. Ich werde den Rest des Tages noch nutzen auf meinen Inseln, wollte ich gerade sagen, also im Weltenbaum auf jeden Fall noch ein bisschen was zu farmen. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar gute Essenzen, die ich brauche. Ich gucke gleich nochmal nach, was ich dringend brauche, um noch was zu bauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Thank you.